Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Ben Rescue. Wir sitzen in 66440 Bleaskastel in den Lohgärten 24. Unsere Webseite lautet www.rescue-repair.com und dort könnt ihr ganz einfach über den Punkt Auftrag erfassen, den Auftrag starten und könnt uns euer defektes Gerät entweder zur Reparatur oder zur Datenrettung einsenden. Wir machen Datenrettungen an Festplatten, an SD-Karten, an USB-Sticks. Wir machen Datenrettungen an iOS-Devices, an Android-Devices, jedes Smartphone oder Tablet. Von daher, braucht ihr Hilfe, dann seid ihr bei uns auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Wir sind zudem Apple Independent Repair Provider. Das heißt, wir reparieren Apple-Geräte auch unter Nutzung von originalen Ersatzteilen, Methoden und Werkzeugen. Ja? Okay, my name is Ben. Hi, Rescue Germany. You can easily set up your order for your daily recovery or your repair on rescue-repair.com. Just click on create order and let's go. Okay, we start right away with this video today in the morning. I got an iPhone 11 Pro Max, which doesn't want to turn on. Okay, wir starten heute Morgen mit dem nächsten Video. iPhone 11 Pro Max möchte nicht mehr starten, funktioniert nicht mehr. Daten sind wichtig. Data is really important on this phone. Okay, so let's see. What we have here, we go directly to the on-hands camera. I didn't do anything on this phone until now. Also wir gehen direkt auf die on-hands Kamera. Ich habe bisher an diesem Gerät noch gar nichts gemacht. Ja? Also ich habe nur gesehen, es ist da und wir legen los. So I saw the device came in and it has to be fixed or to be data recovered. Ja, also wir schauen jetzt mal. Was mit dem Gerät ist, Daten stehen im Vordergrund, eine Funktion wäre natürlich auch nett. iPhone 11 Pro Max. Wir schauen mal nach. Let's go. Okay. Looks like it wasn't open before. Also es sieht aus, als wäre es vorher noch nicht offen gewesen. Ja. Wasn't open before. Okay. Always gently on opening to do no scratches on the frame. But my tool is really amazing for that. Also immer aufpassen, dass ihr keine Kratzer an den Rahmen macht, aber mit meinem Opening Tool ist das wirklich sehr, sehr gut zu machen. Okay, the device is open, das Gerät ist offen und wir schauen uns einmal an, wo das Problem liegt. And we just have a look where the problem is. At first I just disconnect the battery. Also als erstes trenne ich die Batterie und verbinde das Gerät zu meinem Labornetzteil. And I just connect it to DC Power Supply. I just need the right cable. Ich brauche dazu das richtige Kabel. Und wir verbinden das Ganze. And we just connect that. If we hit the button, what's happening? Okay, we see an apple. And then we see the symbol for restore mode. Okay, let's see. We see that the watermark here is a little red. It's a little red. We have now to check which problem do we get if we try to do an update. Ja, also wir haben jetzt erstmal nachzuschauen, was passiert, wenn wir versuchen, ein Update zu machen. Ein Wassermarker oben ist ein bisschen rot. Ich habe schon eine Idee, was das geben könnte. I just got an idea what could happening here. I think it could be an error 4013. Ich denke, es könnte ein Fehler 4013 sein, der bei diesen Geräten auftritt, wenn Wasser eintritt oben am Ohrhörermodul und sich dann auf dem Frontflex verteilt und dort gerne auch mal unter den Sensor läuft. Ja, dann bildet sich dort Korrosion, dann gibt es einen Kurzschluss und dann haben wir das Problem, dass wir bei einem Aktualisierungsversuch Fehler 4013 bekommen. Okay, what's happening? Restore. Starts, update starts, no. Okay, we directly get this. Also, wenn wir versuchen, das Gerät zu updaten, dann funktioniert das nicht. Was machen wir jetzt in diesem Fall? What can we do in this case? We just
Loose up the screws for the EMI shield. Als erstes nehmen wir hier mal die Schrauben raus. Und jetzt probieren wir Folgendes. Wir trennen mal das Frontflex und schauen uns dann an, was passiert, wenn wir ein Update ohne angeschlossenes Frontflex probieren. So we just try to disconnect, or we just disconnect the front flex. And then we have a look what's happening if we try to do an update without connected front flex. Okay, so disconnect the battery first. And then we just need some tweezers like this. It's just better. And okay, also nehmen. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Now we just try it again. So I have to restart 3U. Ich muss einmal 3U-Tools neu starten, weil er noch in der letzten Aktualisierung hängt. Because it just thinks it does an update with the device connected. Okay, so let's see. Also wir schauen uns jetzt mal an, was passiert. So, and recovery mode. And now let's wait what we have here. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob das diesmal funktioniert. Ja. Und siehe da, der Balken kommt. Der Balken kommt und jetzt soll es auch losgehen. So, and I think it works. So, it's like the old problem of all Face ID models. So, if we have corrosion on the front flex, we can't update the device is looping, we don't have access to data, and we got error 4013. Okay. We just take out the screws for the front flex. Wir nehmen jetzt die Schrauben raus, um das Front Flex auszubauen. Here we got the screw. Hier ist die Schraube hin. Okay, klappen wir einmal zurück. Now we just take some hot air. Wait a short time until my hot air started. Just heat it up a little bit. Ich mach's nur ein bisschen warm, dann würde ich das besser rausbekomme hier. Okay. So, front flex is out. This can go on. And we go directly under the microscope. Und jetzt gehen wir unter das Mikroskop und schauen uns das mal an, ob meine Vermutung hier zutrifft. Und was sehen wir hier? And we see that we have corrosion here. Okay, so we have corrosion here. We have corrosion here. A little ball here, but that's not a problem, I think. Problem is the corrosion here, okay? So because on the sensor itself, it's almost like nothing, just a little bit, okay. So the problem in this case should be the ambient light sensor, not the sensor itself. I thought I see corrosion here, but no, it looks pretty okay. Yeah, it looks pretty okay. The sensor is good. The sensor is good. So we got only one ball here. But that's from production. That's pretty okay too. Also, es sieht eigentlich alles in Ordnung aus am Sensor, aber wir haben Korrosion hier am Annäherungssensor, am Ambient Light Sensor. Ne? Und daher kommt das Problem. Den kann man nebenbei erwähnt austauschen, so it's possible to change it, that's not the problem. And I just have a look if I got a new one here. Also wir können den auch austauschen, dann spare ich mir das Auseinanderlöten
Und dann können wir den einfach ersetzen. Ich schaue mal nach, ich sollte eigentlich sowas da haben. And here we are. Also, haben wir da. So here we have a new one. You see here we have no corrosion. This one looks good. Okay. Now we just use some heat to loose this. Also. Wir nehmen uns jetzt ein bisschen Unterhitze und entlöten erstmal den ganzen Spaß vom alten und vom neuen Flexkabel. So we just need to wait a short time until the preheater has reached the right temperature. Okay, like you see, there are almost so. I try to explain it in another way. So error 4013 can have several issues. It can be corrosion on the front flex, on the ambient light sensor, or on the sensor for face ID. It can be a NAND problem. It can be another component related problem. So it's not like error 4013 is always corrosion on the front flex. It's always about the history of the phone. So if you know that you was in the water with the phone, or you were sweating while you're doing sports and you had the phone right on your body, it's possible that you have corrosion on the front flex. But every case is different, and we always have to see the phone in these cases to see where the problem is, okay? So, also nochmal in Deutsch. Die Sache ist, man kann nicht pauschalisieren und sagen, dass Fehler 4013 an einem Face-ID-Gerät immer ein Problem mit dem Sensor oder dem Ambient Light Sensor oder dem Face ID Sensor oder sonstiges ist, oder dass es immer Korrosion am Frontflex ist. Es kommt immer stark auf die Historie von dem Gerät an. Ja? War man mit dem Gerät vielleicht im Wasser, hat man Sport gemacht, hat man geschwitzt, hatte das Gerät am Körper, dann ist es möglich, dass oben am Ohrhörer etwas Feuchtigkeit eingetreten ist und sich dadurch Korrosion gebildet hat. Aber es ist nicht immer, also es ist nicht Fehler 4013 ist Fehler 4013. Ja, das kann man so nicht pauschalisieren. Fehler 4013 kann auch diverse andere Ursachen haben, wie zum Beispiel ein NAND-Problem oder ein anderes komponentenbedingtes Problem. Ja? Also man muss dieses Fehlerbild vor Ort haben und genau überprüfen, um im Endeffekt dann sagen zu können, ja, der Fehler kommt von hier und es kostet das und das. Das hier ist zum Beispiel eine relativ günstige Sache. Ja? Das ist gelöst im Preisbereich zwischen 100 und 150 Euro. Ja? Aber es gibt eben auch Fälle, die einen ganz anderen Ursprung haben und dementsprechend wesentlich teurer sind. So, this is it's always like we have to see the cases on our tables. We have to check professionally by using our heads, by in some cases by just measuring and just testing where the problem is. And if we got the problem, it's normally solved fast. Also wenn man dann im Endeffekt die Diagnostik gemacht hat, dann geht der Reparaturschnitt in der Reparaturschritt in der Regel recht schnell. So. Ich habe die Vorhitze jetzt gleich auf der richtigen Temperatur und dann können wir beginnen, den Sensor, den Ambient Light Sensor von dem einen Flexkabel zu entlöten und auf das andere zu verlöten. So, if the right temperature on the preheater has reached, we just can remove the Ambient Light Sensor from the one flex and get it to the other flex, okay? They saw the good one, and here you see the bad one. Okay, so we just take out the good one first. So let's have a look how we do that. Just using some flux.
So wait short time. It needs to reach the right temperature. Just need some more time. Come on, baby. Don't you want to go? Oh, you see, it just needs some more time. This is 183 solder, and the solder still doesn't want to melt. So we have to wait for a little bit more heat, but we can help. We can help just by adding some solder here. Like this. And then it's easy, okay? So, also, bisschen geholfen mit etwas 183er Lot, damit sich das Ganze schneller löst. So, jetzt gehen wir auf das alte Flexkabel. Auch hier nehmen wir etwas Flux. So, same game hier. Wir machen es jetzt hier ganz genauso. Und dann, so, also, alt gegen neu. Dieses Bauteil ist nicht gekoppelt. We got no serialization on the ambient light sensor. That's pretty important because some people thought it is serialized, but this one is not serialized. Okay, es gab immer wieder die Behauptung im Internet, dass wir hier eine Serialization haben, also eine Kopplung, und die haben wir aber bei dem Bauteil nicht. So, we just add some flux. Etwas Flux drauf. Dann nehmen wir das neue, den neuen Ambilight Sensor mit Flexkabel. Get it into the right position. Jetzt müssen wir nur noch die richtige Position bekommen. Just have to get it into the right position. And then we can use our solder iron. Solder that tiny piece down. Okay, so, also in die richtige Position bringen, verlöten. Abtupfen and we give it a test. Und wir testen das Ganze aus. Ne? Also das hier ist jetzt gleich durchgelaufen. The update has already been finished, 91%, ne, 91%. So, dann bauen wir das hier schon mal wieder ein. Just set this back. So. Okay. Just need the screws, ne, die Schrauben wieder rein. Like this. Und die letzte. And the last one. Okay, having a look to through you. Congratulations.
Retain data flash completed. So, das heißt, wir haben unseren Flash-Vorgang beendet und haben unsere Daten behalten. So, jetzt machen wir gleich die Batterie ab und verbinden wieder das Front Flex. So, we just disconnect the battery and connect the Front Flex again to see if we got a boot without loop. Um zu sehen, dass wir einen Boot haben und keinen Boot Loop mehr. So, we see an apple. Also wir sehen einen Apfel, den hatten wir aber vorher auch. Dann hatten wir einen Loop und nach einem Update-Versuch hatten wir 4013. So, first, these errors start with a loop and if we try then to update the device or to restore the device, if somebody says my data isn't important, you got error 4013. Okay, so, and then it just stops and you only have to recover remote logo. So, na, also das ist... Leute versuchen dann im Endeffekt, wenn sie so einen Fehler haben, häufig das Gerät wiederherzustellen, wenn die Daten nicht wichtig sind oder zu ugly sind. And you see, we just got a booting device, it works, and we replace the ambilight sensor, error 4013 has been gone, and all works fine. Okay, so and that's pretty important. I think that's a huge solution. And many people already know that, but it's not like every error 4013 is related by Face ID or by Ambient Light Sensor issue, okay? That's not like that, okay? Also denkt nicht, dass jeder Fehler 4013 in dieser Form zu lösen ist. Das ist eine Form von Fehler 4013, die wir hier jetzt gelöst haben. So that's one form of error 4013, which we solved in this case, okay? I hope that you liked the video. If yes, give me a thumbs up, subscribe the channel, share the content and let us have a look that we get as much subscribers as possible. Okay, wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben, teilt den Link auf Social Media und abonniert den Kanal und lasst uns schauen, dass wir möglichst viele Abonnenten auf dem Kanal bekommen. Es wird euch noch einiges erwarten. So, I would be very happy to see you at our Facebook group, Smartphone Repair Group Germany, on Facebook, but please answer the questions, otherwise we can't accept you. If you want to support us, just order an ICC Pro from unionrepair.com or iccpro.de or which reseller you ever want. At moment, Mobile Centrix and Union Repair have good discounts for the ICC Pro, so just have a look at that and order the device. I would be very happy if you would register for Fixdesk, fixdesk.de. It's an all-in-one repair management software which we developed over the last years and it just works great. You got a TSE, you got TSE conformity, you got POS billing, it's all included. And yeah, if you want to mail in a device, just go to rescue-repair.com and click on create order. So, ich würde mich sehr freuen, euch zu sehen in unserer Facebook-Gruppe Smartphone Repair Group Germany, Fragen beantworten, damit wir euch zulassen können. Ihr müsst Techniker sein und arbeiten in einem Smartphone-Reparaturunternehmen oder selber Reparaturunternehmer sein. Dann, wenn ihr uns unterstützen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr den ICC Pro bestellen würdet. Das ist ein Tool, was meiner Meinung nach jeder Techniker auf dieser Welt auf seinem Tisch braucht. Ja? Und des Weiteren probiert Fixdesk aus. Das ist eine Reparaturverwaltung inklusive Rechnungssoftware und TSE-konformer Kasse, fixdesk.de. Und wenn ihr uns was einsenden möchtet, gerne auf rescue-repair.com. Klickt dort einfach auf Auftrag erfassen. Ich bin raus und danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch einen wunderschönen, erfolgreichen Tag. Gute Geschäfte, viele Reparaturen. Und wenn ihr so ein Problem habt, gerne einsenden. Ich bin raus, wünsche euch was. Bis dahin.